Schönen guten Abend. Sie schreien dann einfach mir Dinge zu, wenn Sie etwas stört oder interessiert, und ich schreie dann zurück. Lieber wäre ich jetzt etwas näher. Was Herr Müll-Benninghaus gerade sagt, habe ich hier nochmal für Sie zusammengerafft in ein paar Stichpunkten, warum ich denke, wir könnten uns heute über dieses Thema agile Marken, agile Medien oder umgekehrt austauschen. Was ich bisher gemacht habe, irgendwann habe ich ins Arbeitsleben gestartet, war mal Bankkaufmann, habe mich dann dafür entschieden, doch lieber Jura zu machen, war dann eine Weile im Ausland unterwegs und dann irgendwann habe ich den Rechtsanwaltsberuf ergriffen. Der war dann zu langweilig und dann bin ich zu den guten alten Rock'n'Roll-Zeiten in eine Company, die hieß damals noch CBS Records. Das war noch die gute alte 80er Rock'n'Roll-Zeit. Die Firma ist dann irgendwann übernommen worden von diesem großen Sony, ich glaube aus Japan kamen die. Und dann begann mein Corporate Life, ohne dass ich das eigentlich wollte. Und dann war ich so 12, 13 Jahre in diesen Corporate-Dingen, die Professor Müll-Benninghaus gerade erwähnt hat, nämlich im Sony-Lager. Habe mich dort unter anderem um alle Rechtsangelegenheiten, wie sich das so gehört, gekümmert, aber aus Hobby auch immer E-Media oder wie es damals hieß, New Media gemacht, das heißt die elektronischen Medien, seit es aufkam 1993. Und man darüber spekuliert hat, dass wenn erstmal dieses WWW aufkommt, das World Wide Web, dass sich dann alles ändert und in der Tat, es hat sehr viel geändert. Das war mein persönlicher Start ins Internet und seit der Zeit, das sind jetzt ziemlich genau 20 Jahre, verfolge ich also das, was wir heute Internet nennen. Es kam irgendwann dann der Start in die Freiheit, weil, wie ebenfalls Herr Müll-Benninghaus gerade sagte, die Musikindustrie einen kontinuierlichen Weg nach unten macht. Und wenn man sich da auch ein Stück weit wissenschaftlich mit beschäftigt, wie Sie es heute tun und ich damals, dann war klar, dass da kein Stein auf dem anderen bleibt bei den Medien. Ich wusste noch nicht, dass ich 20 Jahre später mal hier im Vorlesungssaal stehe und genau darüber referiere, nämlich die Agilität, die Beweglichkeit dieser Medien. Aber so war es, es ist kein Stein auf dem anderen geblieben, sodass ich dann 2001 den Start in die Freiheit wieder gesucht habe, weil das Leben, das Corporate Life in diesen Medien alles andere ist als Free Rock'n'Roll heute. Es ist sehr corporate-mäßig geworden, sehr hart, tough, wie man neudeutsch sagen würde. Und deswegen irgendwann mein Start zurück in die Freiheit. Und heute, ich nenne das den Start in die Überbeschäftigung. Abends geht man noch an die Uni, weil man guten alten Kollegen und Freunden bei der Ringvorlesung hilft und es gibt einiges anderes zu tun in dieser umwälzungsreichen Zeit, die Sie sozusagen jetzt vor sich haben, nämlich wenn Sie rausgehen ins Berufsleben. Es gibt wahnsinnig viel zu tun da draußen und Sie können sich wirklich freuen, dass was auf der einen Seite diese Agilität ist, bedeutet auf der anderen Seite, diejenigen, die wach mitmachen, haben immer ganz toll was zu tun, ganz tolle Chancen, mehr denn je. Und insofern wollen wir heute Abend uns mal anschauen, was aus meiner Sicht des Anwaltes und der diese Sachen gemacht hat, an dieser Agilität dran ist, was die bewirkt, was die mit Marken und vor allem mit Märkten macht. Da dreht sich das Ding. Das heißt, das sind die Begriffe, um die wir uns heute Abend kümmern wollen. Marken, schauen wir uns mal an. Sie kennen jetzt meinen Hintergrund. Sie werden also nicht erstaunt sein, dass ich im Vergleich zu denen, die vorher hier gesprochen haben, einen relativ juristischen Blick auf Marken mit Ihnen einschlagen werde. Wir werden mal anschauen, Medien, was genau ist es? Sie haben sich aus Ihrer Perspektive vielfach darum gekümmert. Die juristische oder auch Marktperspektive ist vielleicht eine andere, vielleicht auch die gleiche. Und wir werden darüber nachdenken, was ist diese Agilität? Was macht die Beweglichkeit, die Flinkheit mit Marken und Medien? Heute eben aus der Perspektive Musik, Anwalt. Und damit sind wir auch schon bei der ersten Frage. Und der ersten Frage, was ist eine Marke? Müll-Benninghaus hat es in den Titel geschrieben. Am Anfang fand ich das irgendwie so kryptisch wieder, agile Marken, agile Medien, was fangen wir jetzt damit an? Und je mehr ich mich dann beschäftigt habe und wir um diesen Tisch saßen für die Vorbereitungsbesprechung, umso spannender fand ich dieses Koan der Aufgabenstellung eigentlich, wenn man sich tiefer reingräbt. Nämlich, was passiert hier? Dazu muss ich zunächst mal fragen, was ist eine Marke? Irgendeine Idee, ich hatte Sie gebeten, rufen Sie mir mal zu, was ist eine Marke? Ein Typ ist eine Marke irgendwie, vielleicht sind auch Sie eine Marke. Mensch, eine echte Marke. Was meine ich damit? Was ist das? Englisch, Brand, Trademark. Schon mal jemand gehört?
Wo kommt es her? Brand? Eine Idee? Brand? Da kommt es her. Cover, ja, ja. Da kommt es her. Jemand seinen Stempel aufdrücken, die Brandmarke. Das heißt, man versucht seinen Kreis, seinen Sprengel, sein Portfolio, seine Produkte zu markieren. Seine Kühe, seine Pferde. Und auch im Fleisch nachher ist dieser blaue Brand drauf. So archaisch kommt das Ding daher, die Marke, der Brand, Brandmarke. Das ist es. Das heißt, so archaisch, und das ist typisch für das, womit wir uns jetzt eine Zeit lang beschäftigen, das kommt ganz archaisch daher aus ganz einfachen menschlichen Grundbedürfnissen. Meine Kühe will ich brandmarken. Das will ich im Prinzip auch mit meinen Produkten machen. Was immer die sind, mit meinen Medienprodukten, denen will ich meinen Stempel aufdrücken. Das kann man, indem man wirklich einen Stempel da drauf drückt, das sehen wir oft. Das kann man auch etwas filigraner machen. Der Jurist ist immer aufs Wort versessen und er schaut ins Gesetz. Da gibt es ein Markengesetz. Das sagt uns, was Marken sind. Mal eine kleine Zwischenfrage. Hören Sie mich akustisch? Ist es laut genug? Ist es zu laut? Nein? Gut. Dann bleibe ich so. Da hinten hinter der Säule sehe ich gar nicht. Guten Abend. Also der Jurist guckt ins Gesetz. Da gibt es ein Markengesetz. Alles klar. Und da gibt es natürlich Definitionen drin. Ich habe die für Sie ein bisschen abgekürzt. Wenn ich Sie mit den Volldefinitionen konfrontieren würde, würden Sie mir zu schnell einschlafen. So haben wir immerhin fast eine Stunde Zeit, bis Sie einschlafen. Und danach sind Marken Zeichen. Da haben wir wieder Zeichen, also Wahrnehmbarmachungen. Welche Art von Zeichen sind, da kümmern wir uns gleich drum. Wahrnehmbarmachungen heißen Zeichen für den Juristen, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen, also nicht nur Kühe als Ware, Jurist sieht da eine Sache drin, sondern auch Dienstleistungen, Medien eines Unternehmens, von denjenigen andere Unternehmen zu unterscheiden. Da haben wir es, meine Kühe will ich wiedererkennen und meine Pferde. Meine Gadgets will ich wiedererkennen. Und meine Medien- und Dienstleistungsprodukte auch. Das ist es also, was wir uns anschauen. Kommt ziemlich trocken daher. Im Vergleich zur Werbersprache vom letzten Mal, Christian Vatters, ist es relativ trocken. Aber letztlich ist es das. Denn wenn Sie kein Recht an der Marke haben, ist die Marke nachahmbar, verletzbar, duplizierbar. Der Medienauftritt, wenn die Marke, unter dem es auftritt, Germany's Next Topmodel nicht geschützt ist, ist jedes andere Medienprodukt, was junge Frauen zu Models macht, duplizierbar. Sie müssen dem schon einen besonderen USP oder einen Markencharakter geben, Germany's Next Topmodel bei Heidi Klum, damit sie einen unverwechselbaren Auftritt haben und den auch an entsprechenden Stellen, in entsprechenden Institutionen nutzen können. Da haben wir zwei Marken. Sind es Marken? Da rechts oben ist die meiner Kanzlei. Die Marke. Links, haben Sie die auch schon mal gesehen? Ist eine Marke. Kennzeichnet es? Will die Humboldt-Universität sich erkennbar machen, abzeichnen von anderen, vielleicht auf Exzellenz rausgehen, erkennbar sein auf dem Briefkopf, im Geschäftsverkehr mit anderen Universitäten, im Verkehr mit Studenten? Ja, schon. Sie studieren an der Humboldt-Uni und ich an irgendeiner. Und damit hat es sicherlich Markencharakter. Ob es jetzt als Marke geschützt ist, ist eine andere Frage. Das da, Marke. Klar. Kommen gleich dazu, wie sehr das Marke ist. Und so gibt es eine ganze Menge anderer. Viele, 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 unendlich viele. Der Kanon von Marken ist unendlich. Sie können weltweit, in Deutschland, selbst in Berlin, unendlich viele Marken haben. Der Mathematiker wird es bestätigen, aber der Jurist auch. Es gibt also da kein Ende, dass man sagt, die Marke ist geschützt. Allein aus diesem Apfel, den wir da sehen, könnten wir hunderte, tausende Marken kreieren, indem wir immer ein bisschen wandeln. Die Frage ist natürlich dann, wie unterscheidungskräftig ist es, wie agil ist diese Marke. Aber letztlich ist es ein unendlicher Kanon von Marken. Und hier haben wir mal ein paar Ansätze, warum man denn so eine Marke so unterscheidbar macht. Was Sie da sehen, was wir uns jetzt gleich mal anschauen, ist eine Markenbewertung. Es gibt zwei Institute, Interbrand und Millward Brown, die jedes Jahr
die 100 wertvollsten Marken in ein Ranking stellen. Denn letztlich, wenn wir uns anschauen, agile Marken, agile Medien, denke ich zumindest von meinem Hintergrund, den Sie jetzt kennen, an agile Märkte. Es geht letztlich um den Markt, um den Markt der Universitäten, das beste Talent anzuziehen und auszubilden, um den Markt der Anwälte, ihre Dienstleistungen darzubieten, um den Markt der Gadget- oder Computer- oder Softwarehersteller in den Markt zu gehen. Das heißt, wir sprechen in Wirklichkeit bei agilen Marken, agilen Medien von agilen Märkten, für mich zumindest. Für den Werber sprechen wir auch über agile Wahrnehmung, die gehört dazu. Für den Designer sprechen wir über agile Designs, wie ändern sich Designs. Für mich sprechen wir über agile Märkte. Und die Interbrand macht also jedes Jahr, 2013 kam gerade ganz frisch raus, insofern freue ich mich, Ihnen die 2013er Zahlen gleich vorstellen zu dürfen, berechnet nach einem festgelegten System, was sogar zertifiziert und international inzwischen anerkannt ist, Markenwerte. Und da ist seit letztes Jahr eine Marke ganz oben, es wird Sie nicht wundern, welche das ist. The Rising Star of the Last Years. Von ehemals in den 90ern, in den 80ern stehend mit wenigen Milliarden, ist es heute die wertvollste Marke, die es jemals auf unserem Globus gab, mit 98 Milliarden Dollar. Das ist eine ganz schöne Summe, 98 Milliarden. Wie gesagt, wir sprechen ja nicht von Unternehmenswerten, Apple ist viel, viel mehr wert, sondern allein die Marke. Nur das ist der geschätzte Wert. Und da haben wir ein paar dicht auf den Fersen und wir sehen dann auch, das ist aus dem Tech-Bereich, nämlich Google und Microsoft habe ich hier jetzt nicht auf Platz 4. Die wertvollsten Marken inzwischen sind aus unserem Bereich Technology. Coca-Cola auf Rang 5 und dann kommen wir erst zu den handfesten, fassbaren Produkten. Immer wieder einem Rande zu den Top 10, Mercedes-Benz und BMW, dieses Jahr mal wieder 11, vorletztes Jahr 10, BMW 11. Das sind die berühmten deutschen Automarken. Da haben wir es auch, Automarke, haben wir schon gehört, welche Marke fährst du? Da haben wir es umgangssprachlich drin. Das sind die wertvollsten Marken. Wie bewerten sich denn die Werte genau? Also woher kommen diese Zahlen? Wenn ich jetzt ganz nach hinten springen würde, ist ein relativ ausgeklügeltes System. Es gibt diese weltweite Markenberechnung seit 2001. Ich gebe Ihnen gleich mal ein paar Vergleichszahlen, wo die sich hinentwickelt haben. Und es ist eine Mischung aus vielen Faktoren, unter anderem Konsumentenbereitschaft für die Marke, einen Mehrwert zu bezahlen. Kann ich da so mal weggehen oder stört es dann schon? Besser nicht? Sie müssen es nachher schneiden, den ganzen Mist, den ich zwischendrin sage, den müssen Sie dann rausschneiden. Hätten wir da noch ein Mikrofon hinstellen müssen. Also Konsumentenwahrnehmung, wenn jemand bereit ist beispielsweise für ein Markenprodukt, das ist Kensington, wahrscheinlich eine Marke, keine Ahnung, mehr zu bezahlen, nehmen wir mal dieses als für ein anderes. Gibt es Menschen, die für ein Apple iPhone mehr bezahlen als für ein HTC? Fragezeichen. Vermutlich ja, kann man berechnen. Unternehmenswerte, also die Marken sind ein Unternehmen wie Apple oder jedes Mercedes, was meinst du, wie viele Marken Mercedes hat, die sind teilweise bilanziert, das heißt, sie sind die Bilanz eingestellt, das ist ein Faktor. Und so gibt es eine Liste von, ich glaube, es sind 84 Faktoren, die in diese Berechnung einfließen. Wenn wir bis zum Ende durchkommen, aus zeitlichen Gründen, haben wir ein paar Faktoren, was an menschlicher, technischer, juristischer Wahrnehmung und so weiter alles einfließt. Es ist auch schwierig, wenn man zum Beispiel die von Millard Brown die Berechnung anguckt, die kommen auf andere Milliardenwerte, wobei interessanterweise das Ranking relativ gleich bleibt. So, das sind also ganz schöne Werte und wir sehen, relativ weit hinten sind dann Marken, die man früher irgendwie mal verdammt gut kannte, wie BlackBerry 2010, das ist gerade mal 3 Jahre her, noch auf Nummer 52 von 100, ganz schön gut. Heute, sehen Sie da, nicht mehr gelistet, BlackBerry ist off. Das sind nicht die Rising Stars, sondern das sind die Falling Stars. Nokia. Kennt das noch jemand? Nokia, die haben mal so Telefone gemacht. 2007 noch Nummer 5 im World Ranking mit 33 Milliarden. Die fünftstärkste Marke. Heute 57 mit 7,4 Milliarden. Das ist ja nicht mal Geldvernichtung. Alle Achtung. Das muss man erst mal schaffen. Da unten haben wir jetzt wieder die Uni. Was ist die wert?
Ich kann es Ihnen auch nicht sagen. Ich fände es sehr interessant. Man könnte Interbrand oder Millard Brown sicherlich mal beauftragen, den Markenwert zu berechnen. Ich fürchte, es würde sich nicht wirklich lohnen. Irgendein Markenwert ist da, deswegen auch die Rangeleien oder die Kompetenzstreitereien um die Exzellenz. Also ganz klar, der Name, die Marke einer Uni hat einen Wert, sie zu berechnen, dürfte schwierig sein, weil eben nur ein Teil auftritt in den Märkten, den agilen Märkten stattfindet. Da habe ich eine Meldung, das freut mich ja riesig. Der Marco Hochschule und Universität ist ja eine staatliche Idee. Wird sich das nicht lohnen für Universitäten wie Harvard oder Princeton, die sozusagen auch wirtschaftlich arbeiten? Doch, natürlich. Gibt es da denn auch Markenwerte? Sind die da eher bestimmt als wie bei der Hochschule-Universität oder ist es genauso? Ich bin ehrlicherweise überfragt. Ich bin absolut sicher, dass diese Unis, die traditionell ja in den angelsächsischen Ländern einen viel marktorientierteren Rangang haben, mit dem Wert ihrer Marke arbeiten und in solchen Werten denken, so wie es ein Unternehmen auch tut. Da sie aber nicht in den Top 100 auftauchen, bei weitem nicht, sie haben diese Milliardenzahlen gesehen, da müssen sie schon andere Multiplikatoren und Hebel haben, um dort reinzukommen, Dinge zu produzieren oder Medien auszustrahlen. Das wird für eine Uni sehr schwierig werden, um in diese Top 100 reinzukommen, kann ich die Frage nicht wirklich beantworten. Würde aber so eine Universität, und vielleicht können wir das in 2, 3, 4 Jahren revidieren, dass einer der auch medial unterwegs seienden Universitäten wirklich in die Medien um der Medien willen reingeht. Es gibt in Deutschland eine reine Medienuniversität, nennt sich zumindest so, Sie wissen das Wort, Universität ist leider nicht geschützt, die heißt Pink University und die macht reine Internet-Berufsfortbildung. Also wenn so ein Unternehmen, wenn das Harvard anfangen würde und sagt, wir gehen mit Harvard Media rein in die Medien rein und duplizieren dort nach normalen Marktauftrittskriterien unser universitäres Angebot, nicht mehr auf dem hohen Niveau, weil da habe ich eine begrenzte Zahl von Studenten, da habe ich eine hohe Auslastung mit Unterrichtenden, mit Dozenten und dergleichen, ich kann das nicht duplizieren, aber wenn eine von den großen Universitätsmarken das machen würde und da reingehen, glaube ich, könnten die das schaffen. Wenn die Pink University, die deutsche, wo Holzbring mit hintersteht, mal ganz toll wird und ganz erfolgreich, vielleicht tauchen die irgendwann da auf. Aber ich kann Ihnen leider nicht sagen, ist genau 0,673 Milliarden wert, da müssten wir wiederum einen Auftrag geben. Würden die gern machen, also die machen die Markenstudien genau deswegen, um solche Aufträge zu bekommen. Also eine Menge ganz normaler Firmen, die nicht in Top 100 auftauchen, sondern vielleicht Top 1000 oder Top 2000 sind, geben denen den Auftrag, verfolgt meine Marke, wie die Marktentwicklung ist, weil das ist ja sehr spannend. Fällt mein Markenwert von Fritz Cola, ja oder nein? Gegenüber Coca-Cola, was wir hier rechts sehen. Das wirkt sich ja auch positiv auf die Marke aus, wenn es ein hoher Markt ist. Also, klar. Ist positiv, klar. Wir sehen daran, dass es diese Institute gibt und früher war das eigentlich nur Interbrand, inzwischen sind schon 3 weltweit agierende Institute, das ist genau das, die machen ja auch nichts anderes als ein Businessmodell. Dieses Wissen der Unternehmen um den Wert ihrer Marken ist natürlich eine Menge wert, das zu erheben und zu verkaufen, also die geben nicht aus Altruismus diese Top 100 Global Brands raus, sondern um genau solche Aufträge zu bekommen. Agile Marken, was gibt es denn an Marken? Jetzt haben wir das Wort, oder ich zumindest, so oft im Munde geführt. Was ist eine Marke? Also wir hatten einmal dieses Brand, da haben wir gesehen, das ist klar, archaisch, das war mal die Marke. Inzwischen ist es etwas filigraner geworden. Ja, wir haben im Prinzip weltweit, in Deutschland hat sich da angepasst, wir machen das ja, jetzt fällt mir gerade ein, ich hätte ja die Folien auf Englisch machen sollen. Ich liefere sie Ihnen nach. Wir haben jetzt in Deutschland angepasst im europäischen Standard und da gibt es 4,5 Markenformen. Die halbe wäre die Duftmarke, die gibt es noch nicht. Und ich habe sie hier an die Wand geworfen. Wir haben zunächst als die häufigste die Wortmarke. Das, was wir häufig kennen. Einfach ein gutes, verständliches Wort. Apple zum Beispiel hat lange darum gekämpft, auch als Wortmarke, nicht nur mit dem Apfel, den wir gerade gesehen haben, sondern als Wortmarke geschützt zu sein. Das ist das Einfachste, die Wortmarke, Humboldt-Universität. Das Nächste, ebenso häufige, die Wortbildmarke. Wir nennen es auch Logo, ganz einfach. Sie können sich ein Logo, wie immer Sie das gestaltet haben, eintragen lassen, haben Sie eine Marke.
die ist auch agil. Sie können es dreidimensional gestalten, Verpackungen zum Beispiel. Oder hier als Beispiel, erkennt man es, was es ist? Die Toblerone als dreidimensionale Marke. Die Lindhäschen haben ewig darum gekämpft, ob sie eine dreidimensionale Marke sind. Kennen Sie die schönen Goldhäschen mit diesem Glöckchen da dran? Ewiger Kampf über Jahre mit den ganzen Nachahmern in den Supermärkten. Aktuell hat Lind gerade die Nase hinten verloren. Also wir werden dieses Jahr in den Läden viele Lind-ähnliche Goldhäschen mit roten Bändchen finden, die nicht von Lind stammen. Also die dreidimensionale Marke ist eine Form und last and least eine Hörmarke. Ich weiß nicht, wenn Sie den letzten Metro-Goldwyn-Mayer-Film gesehen haben, hören Sie den Löwen brüllen. Ich höre ihn förmlich, wie der macht. Oder der berühmte Telekom-Dreiton. Das sind akustische Hörmarken. Auch das ist schützbar. Sie hinterlegen da eine Notierung oder einen Tonträger und können dann Ihre Marken entsprechend als Hörmarke schützen. Also wir sehen auch hier gegenüber der archaischen ursprünglichen Brand und dem eigentlich mal gedachten Wortmarke für eine Marke, sind wir inzwischen im Jahr 2013 allein bei den Markenformen in der relativen Agilität angekommen. Auch die Juristen sind dort angekommen. Mit der Duftmarke bereits als auf dem Schritt registriert zu werden. Die RAL-Formen können inzwischen, also die Farbformen können alle registriert werden. Vielleicht erinnern sich manche noch um diesen Streit um Telekom Magenta-Farbe, die dann geschützt war und plötzlich darf niemand mehr seine Autos Magenta anpinseln oder lackieren. Also auch da ist bei den Marken eine große Änderungsbereitschaft entstanden. Wie komme ich zu so einer Marke? Drei sozusagen Ebenen, die es gibt. Die erste nationale, ganz einfach hier in unserem eigenen Land, in Deutschland. Da gibt es so ein deutsches Patent- und Markenamt, da hört man es schon. Die machen also deutsche Registrierungen. Da gibt es auf europäischer Ebene natürlich was Harmonisiertes. Was nützt man eine Marke in Deutschland allein? Wir sprechen von globalen Märkten und gerade bei Medien sollten wir gar nicht erst zu deutsch denken. Ein Medium nur für Deutschland ist verhältnismäßig sinnlos, seitens noch im Printbereich oder sowas. Aber normalerweise denken wir heute über die Ländergrenzen hinaus. Entsprechend geht man zum Europäischen Markenamt, das HBM in Alicante. Und last and least, es wollen eigentlich alle am liebsten gleich eine weltweite Marke. Weltweit, global, alles ist global heute. Das ist schwierig. Wir haben kein globales Markenrecht. Das EU-Recht ist inzwischen relativ harmonisiert. Das ist doch relativ gleich. Und man kann, wenn man aus einem Land kommt, egal welchem der EU, mit relativ kleinem Aufwand, das ist eine EU-Harmonisierungsmarke, rüberbringen. Durch ein europäisch harmonisiertes Anmeldeverfahren, weltweit nicht. Da gibt es zwar so eine World Intellectual Property Organization, die diesen Markenschutz vorantreibt und in 89 Mitgliedsländern nach einem bestimmten Verfahren dann nach dem Madrider Markenabkommen, wie Sie hier sehen, registrieren lässt. Aber das ist ein harter Weg, vor allem ein teurer Weg. Also während wir hier in Deutschland von ein paar hundert Euro sprechen oder auf europäischer Ebene dann von etwa 2.000 Euro für so eine Marke in 3 bis 4 Klassen, sprechen wir auf weltweiter Ebene von ganz anderen Beträgen. Die gehen normalerweise ins Fünfstellige, also 10.000 Euro und mehr rein, um wirklich eine Marke dann nahezu weltweit zu schützen. Weltweit in dem Sinne ist es nie. Gut, das kann man also alles mit seiner Marke machen. Und was haben Sie dann? Jetzt denken wir, Sie haben also irgendeine ganz tolle Marke, die Sie agil einsetzen möchten, und haben die auch registriert gekriegt, ein Wortbild oder auch welche andere Marke, dann haben sie zunächst mal 10 Jahre Schutz. Das heißt, in der Zeit sind sie vor Angriffen anderer auf ihre Marke geschützt. Und dann kommt was, das sehen Sie hier, das finde ich ganz verwunderlich in unserer schnelllebigen Welt. Sie können es unendlich, unendlich, unendlich verlängern. Es gibt eine Menge Marken, die wir heute in der Tat auch in unserer abwechslungsreichen Welt noch kennen, nicht nur den Mercedes-Stern, den wir gerade hatten, auch Nivea und Tesa und Menge, Menge Dinge. Tempo, die sind 100 und mehr Jahre alt. So alt sind die schon, sogar der Leibniz-Keks. Der ist über 100 Jahre alt, so lange geschützt, das heißt im Prinzip können Sie die Marke ewig verlängern, was ein gewisser Widerspruch zu unseren abwechslungsreichen Märkten ist. Und doch, der Jurist sagt, eine Marke einmal eingeführt, soll jemandem nicht wieder weggenommen werden. Das ist eine Besonderheit, weil es beispielsweise, das wissen wir, bei technischen Dingen nicht so ist. Technik wird irgendwann gemeinfrei, sogar Urheberrechte werden gemeinfrei.
Hat er eine Frage nochmal? Nee. Die Marken können Sie ewig schützen. Das ist ein verdammt starker Marktauftritt. Sie haben da stehen gegen Verlängerungsgebühr. Hängt das die Verlängerungsgebühr vom Marktwert ab, der Marke? Oder? Das würden viele gerne machen, nein. Das ist eine. Die ist höher als die Anmeldegebühr, also um Ihnen mal ein paar Eurozahlen zuzuwerfen. Ich hatte es gerade schon gesagt, die Grundanmeldegebühr ist 300 Euro, im beschleunigten Verfahren 500 Euro. Das sind also relativ kleine Summen. Die erste Verlängerungsgebühr ist schon 1.000 Euro und die zweite Verlängerungsgebühr 2.000 Euro. Also wenn Sie dann... Ja, gut, das ist aber für das Unternehmen, ist das ja nicht. Genau. Das ist auch der Ansatz, den der Gesetzgeber, also das sind ja Gebühren, die die öffentliche Hand, also das DPMA hier, Markenamt kassiert, davon ausgeht, wenn jemand nach 10 Jahren seine Marke immer noch geschützt haben will, hat sie offensichtlich für ihn einen Marktwert und dann kann er auch mehr berappen. Aber Ihre Idee sollten Sie mal im Bundestag tragen. Das wäre sicherlich gut, das umsatzabhängig zu machen, weil da könnte man richtig Geld kriegen und sagen, wenn du nach 20 Jahren immer noch deine Marke schützen willst, wollen wir 5% des Marktwertes und die lassen wir von Interbrand berechnen. Können wir uns ausrechnen, was für die teuren Marken für die 43 Milliarden, die Daimler wert ist, oder Mercedes, da käme schon was zusammen. Gute Idee. Als Marke ist nicht nur das Eingetragene geschützt, sondern wir haben auch solche Lokalitätsmarken. Auch ganz lustig, weil das auch entgegen jeder Agilität ist. Also nicht nur dieser Ewigkeitsschutz, sondern das Recht stemmt sich sozusagen gegen zu viel Änderungsbereitschaft und Agilität auch bei den Herkunftsbezeichnungen. Und so ein Klassiker, wo viel gestritten wurde, sind die Spreewaldgurken. Die Sprehlinge. Wir haben noch eine Menge andere. Champagner ist markenmäßig seit 120 Jahren umstritten. Seit Napoleon heißt es Zeug Champagner, was aus der Champagne kommt. Und andere wollten immer gerne mit ihrem Namen da dran. Ob das nun Méthode Champenoise oder deutscher Champagner hieß, immer ohne Erfolg. Käse, Leipziger Stollen, Dresdner Stollen, Entschuldigung, alles das sind Gebietsschutz, die sich komplett gegen Veränderungen offensichtlich sperren. Und das seit langen, langen Jahren, im Beispiel von Champagner seit fast 200 Jahren. Also da gibt es gewisse Kräfte, die sich diese zu hohe Änderungsbereitschaft vehement widersetzen. Tja, da dreht sich das alles. Dann gucken wir uns mal an, wie es bei den Medien aussieht mit den Marken, mit den Medienmarken. Das kennt von Ihnen keiner mehr. Das kenne nicht mal ich noch, dieses Markenzeichen. Das erste, des ersten deutschen Fernsehens. Und da schauen wir uns mal, wie am Anfang von Medien und Medienmarken das noch schön langsam ging und wo wir heute stehen. 1952 gingen die auf Sendung und mit diesem wunderschönen Logo waren sie im Sendebetrieb bis 1978. Das sind, lassen Sie uns rechnen, 26 Jahre. Unverändert mit diesem Logo. Das waren noch schöne, ruhige Zeiten. Agilität, so klein. Abends kam die Abendschau und das 26 Jahre lang und dieses Logo war vorn weg. Dann kam 1978 ein völlig modernes, neues Ding. Das sehen wir hier, dieses blaue. Und wurde dann irgendwann durch dieses andere, durch diese Eins, die wir auch heute noch erkennen, ergänzt. Das hielt immerhin bis ins Jahr 2003. Das sind auch immer noch fast 25 Jahre. Und so sieht es heute aus. Aus der einen Marke sind eine Menge abgeleiteter, ähnlicher, zusätzlicher Marken geworden. Ich habe jetzt gar nicht das runtergebrochen, was natürlich darunter noch ist vom Kinderkanal und die einzelnen Sendelogos, sondern wirklich nur, was der Sender selbst für seine Haupttätigkeitssendung heute sich an Marken wählt und wie agil das geworden ist im Vergleich zu der einen früher, dann den 2,5, 3 und das haben wir heute. Und die sind in der laufenden Änderung, wenn ich jetzt dazu geschrieben hätte, wie alt die Einzelnen sind. Die sind zum Teil natürlich ganz jung, das ist Ihnen klar. Hier diese Sachen sind zum Teil erst wenige Jahre, zum Teil erst wenige Monate alt. Wir haben hier inzwischen auch bei dem früheren Leitmedium Fernsehen markentechnisch eine
hohe Frequenz, eine hohe Agilität, eine hohe Änderungsbereitschaft, die exorbitant ansteigt. Beim ZDF sieht es nicht anders aus. Auch da gebe ich Ihnen mal das Beispiel. Das war das erste ZDF-Logo, als die 63 auf Sendung ging. Wunderschönes Design, soll wahrscheinlich eine Antenne sein. Und auch das hielt 24 Jahre. Bis 87 sah das ZDF so aus, da waren die meisten von Ihnen noch gar nicht geboren. Und dann kam das hier, der eine oder andere kann sich vielleicht noch daran erinnern. Hat immer noch 14 Jahre gehalten. Bis 2011. Und so kennen wir es heute. Und es sind wieder nur die des Haupt-ZDF-Kanales, die Logos oder Marken, die heute vom ZDF genutzt werden. Beim Privaten wird es natürlich noch explosionsartig mehr. Das sind die Dinge aus der RTL Group. Hier geht es weiter, auch RTL Group. Alles Hauptsendermarken. Wir sehen, dass mit dieser Änderungsbereitschaft der Agilität natürlich auch der Wiedererkennungswert sinkt. Ich weiß nicht, ob Ihnen Christian Vatters dazu was gesagt hat. Marktverbreiterung und Markenagilität arbeitet kontinuierlich gegen den eigentlichen Markensinn, nämlich Erkennbarkeit. Warum stempel ich meine Kuh? Warum brandmarke ich die? Weil ich mein Vieh auf der Weide oder wenn es entläuft, erkennen will. Warum bilde ich eine starke Marke im Markt aus? Weil ich möchte, dass meine Konsumenten Wiedererkennungswert haben. Je stärker ich das verwässere, und wir sehen hier natürlich eine Verwässerung, umso mehr arbeite ich gegen den eigentlichen Sinn der Marke. Das sind zwei widerstrebende Dinge, die sozusagen wie zwei Seelen, ach, in meiner Brust, bei jedem Markenführer herrschen. Wenn wir mal anschauen, als Nivea im Jahr 1901 oder sowas eingetragen wurde, da gab es eine Nivea in einer blauen Dose, die hat jeder wahrscheinlich noch visuell vor Augen, und das war Nivea. Wenn wir heute in den Supermarkt oder in den Drogeriemarkt gehen, haben wir eine Produktpalette, die können Sie gar nicht mehr übersehen. So, dass für den Markenführer immer die Frage ist, wie viel Verwässerung lasse ich zu, wie viel kann ich mir leisten? Und wenn Sie früher gefragt hätten, ein Kind von, was weiß ich, 5 oder 8 Jahren, dann hätte es das Logo gekannt, ganz klar, weil es gerne fernschaut. Welche von den Logos heute wir oder Kinder noch kennen, einzelne davon vielleicht, andere überhaupt nicht mehr. Wenn ich natürlich RTL2-Seher bin, dann kenne ich vielleicht dieses Logo und das daneben, aber es ist eine deutliche Verwässerung eingetreten. Und bei Pro7Sat1 sieht es genau gleich aus. Ein bunter Reigen von Sendermarken, da kommen noch mehr. Alles Pro7Sat1, Media, agile Marken, das ist Agilität. Und wer als, was auch immer, Praktikant, Intern, Mitarbeiter einer der privaten Sender mal gearbeitet hat, kennt auch, oder bei Markenunternehmen, kennt auch diese harten Diskussionen der strengen Markenführer, die sagen, ich will diese Verwässerung nicht, ich möchte eine klare Dachmarke bei Pro7Sat1, nur die hier und keine andere, und den einzelnen Produktverantwortlichen, Sendeverantwortlichen, Subsenderverantwortlichen, die natürlich gerne einen eigenen Markenaufbau haben möchten und damit für ihren kleinen Baustein die Wiedererkennbarkeit. Wir kommen mal zum Medium Internet. Da denkt man, im früheren Leitmedium, das ist ja noch relativ konservativ hier, Fernsehen, da wird es doch im Internet viel schneller gehen. Die guten Internet-Companies, und ich habe hier eins mal als Beispiel rausgenommen, haben seit 97, wir sprechen hier also, wie viel sind es, über 15 Jahre, ein fast identisches, jedenfalls hoch wiedererkennbares Logo. Das sind die Logos von Google mit kleinen, minimalen Änderungen seit 97. Es ist also nicht so, dass das neue Leitmedium Internet per se Agilität ausstrahlt und mehr Wechselbereitschaft mit sich bringt, sondern auch hier gibt es die gleiche Diskussion, die gleiche archaische Diskussion, wie unique, wie erkennbar muss ich meine Marken halten. Und wir sehen am Beispiel von Google, deswegen habe ich es hier gewählt, wie großartig die darauf achten, dass die Erkennbarkeit bleibt. Und wenn wir heute die Google-Suchleiste aufhaben, haben wir laufend wechselnde Auftritte. Das Bildchen, was einem da entgegenspringt, ist immer ein anderes. Und trotzdem, da die Gesamtfarbgestaltung immer diesem Markenkodex folgt, wissen wir sofort, wenn wir auf der Google-Suchseite sind, egal ob das online oder mobile ist, wir erkennen sofort, und das ist gute Markenführung trotz agilen Welten.
Tja, Internet und agil, jetzt gehen wir nochmal zurück in die, ich erkläre Ihnen das gleich, in die ganz handfeste, jetzt nicht Viehbranden, sondern Automobilwirtschaft. Was Sie hier sehen, ich erkläre es Ihnen, ist die Produktpalette von BMW seit 1950. Das ist 50, 60, 70, 80, 90, 2000 und 2010 ist noch nicht durch. Da haben wir erst 3 Jahre. Was sehen wir hier? Wir sehen die Fahrzeugtypen. Da hinten sehen Sie Schrägheck, Mittelklasse, obere Mittelklasse und so weiter. Die Autos kennen, kennen auch die Bezeichnung, so 7er, 6er, 5er BMW, das kennt man so ein bisschen. So. Sieht aus wie so ein Lego-Baukasten. Aber sagt uns was. Es zeigt uns Agilität von Marken, auch im physischen Bereich, nicht nur bei Medien. Die Beschleunigung ist da. Woran sehen wir das hier ganz primitiv? An 2 Strömungen. Schauen wir erstmal in die 50er, wie viel Modellpalette gab es da? Ziemlich mager. Wie viele Modelle gab es in der 60er? Ziemlich mager, oder? Gucken Sie mal, wie es immer mehr zunimmt. Heute, 2013, sind wir hier. Wie viele Modelle gibt es hier? Wie viele Modelle gab es hier? Ganz schöner Unterschied, oder? Sehen wir auch draußen auf der Straße. Ist ja jetzt keine Raketenwissenschaft, die ich Ihnen mitteile. Ist einfach mal in ein Schaubild gebracht. Ich hätte auch Autos vorstellen können. So finde ich spannender. Das heißt, wir haben eine Explosion natürlich der Produktions- und Markentiefe. Und was sehen wir noch? Diese Balken, das ist immer die Verweildauer. Also dieser 6er, der E24 offenbar heißt, den gab es 13 Jahre hier. Die gesamten, was ist das, 80er durch, seit wahrscheinlich 77 bis Ende der 80er, 13 Jahre gab es den. Und so etliche, darunter der E23er, welcher auch immer, das ist einer aus der ersten 7er Serie, gab es 10 Jahre lang, wurde ja produziert. Die Dinger werden immer kürzer. Gucken Sie mal, wie kurz, was haben wir da oben, Schräge, keine Ahnung, was das ist, wie kurz die Produktionszyklen noch sind. Hier Z4. 5 Jahre vielleicht. Das heißt, wir sehen 2 Dinge ganz deutlich auch in der physischen Welt und das können wir mit allen möglichen. Das könnten wir mit Mobile Phones, mit Kfz, mit Computern und so weiter machen. Wir haben eine Aufgliederung der Produktive, der Vielfalt in der Marke und gleichzeitig eine Verkürzung der Produktionszyklen. Ganz allgemeines, kleines 1x1, was ich Ihnen hier referiere, nur ein bisschen verdeutlicht und visualisiert. Das war mal dieser Handyhersteller, der mal so wertvoll war. Wie hieß der? Nokia, ja. Und die wunderschönen Produkte. Erkennt noch jemand was? Ja, ja, der Communicator. Ich sage Ihnen mal eine peinliche, intime Sache. Ich habe 15 Stück daheim, habe ich mal gezählt. Communicator. Du kennst mich wahrscheinlich noch. Das waren mal tolle Gadgets, wenn man die Produktführung, und bei Nokia hing es nicht mit der Markenführung, sondern mit der Produktführung, wenn man die verpennt, nutzt einem die stärkste Marke nicht. Also die waren Nummer 5 in einem riesigen Milliardenwert. Es nützt einem letztlich nichts, wenn das Produkt nicht adäquat ist und umgekehrt. Also Markenstärke allein, oft wird von der starken Marke gesprochen und es wird so getan, als ob das bewirkt, dass die Produkte am Markt ankommen und dergleichen. Häufig wird also Marke und gerade von den Agenturleuten, von den Markenverantwortlichen, die PM, die Produktmanager, halten oft ihre Marke ganz hoch. Zu Recht, aber eine Marke wird ein schlechtes Produkt niemals rausreißen können. Wenn die Autos nicht passen, werden sie nicht gekauft. Wenn die Handys nicht passen, werden sie gekauft, obwohl die Marke wahnsinnig stark war. Und während es früher wahrscheinlich ein langsamer Abstieg war, haben wir bei Nokia gesehen, innerhalb von 6 Jahren einen Wertverfall von an die 40 Milliarden Dollar. Und das war das Ende von diesen schönen Produkten aus diesem Jahr. Sie kennen die Überschrift wahrscheinlich. Unter der schönen Marke Die Welt, sogenannte Medienprintmarke. Man erkennt es auch wieder. Nokia verschwindet von den Smartphones. Das heißt, die Handysparte wurde bekanntermaßen an Microsoft verkauft und Microsoft wird den Teufel tun, da Nokia draufschreiben, werden sich was anderes einfallen lassen. Das heißt, die schöne Marke ist futsch, verschwunden. So schnell geht es bei agiler Markenführung, wenn es mit der Produktqualität nicht übereinstimmt. Das heißt, so sehr wir hier über Marken und Agilität sprechen, wir dürfen nie vergessen, am Ende stehen echte Autos, echte Handys,
und die müssen bei den Konsumenten ankommen. Da haben wir sie wieder, die Marke Heidi Klum. Als Jurist würde ich jetzt nicht sagen, Heidi Klum ist eine Marke, obwohl sie Personennamen eintragen lassen können und Heidi Klum das gemacht hat. Trotzdem würden wir bei einer Person, wir hatten es anfänglich, wenn wir sagen, Mensch, das ist eine Marke, eigentlich nicht an Markenführung denken. Sie können es aber trotzdem tun. Vor allem, wenn Sie einen schönen oder scheidungskräftigen Namen haben und sich selbst als Marke vermarkten. Damit ist nicht die Ich-AG, die Ein-Mann-AG gemeint, die kann auch gemeint sein. Aber Sie können Ihre Person vermarkten. Und viele in den neuen Medien machen das, viele im TV machen das. Und Heidi Klum macht es uns geradezu perfekt vor. Haben auch in früheren Zeiten schon die Madonnas und Michael Jacksons gemacht, ist also gar nichts Neues. Aber Heidi Klum hat es mal wieder zur Perfektion getrieben und war hier bei Ihnen an der Universität, deswegen dachte ich, ich kann es mir nicht entgehen lassen bei dem Stichwort Markenführung. Wie hält man sich im Gespräch, wie führt man die Marke? Und offenbar ist jetzt festgestellt an unserer Uni hier, dass diese Marke, die hier bildlich abgebildet ist, die Uni nicht weiter stören darf. Das finde ich schön. Bitte, Kommentar? Ja. Ich weiß nicht, ob das hier diskutiert wurde, also dass ich hier an der Humboldt-Uni war und eine Psychologievorlesung für sich vereinnahmt hat. Das war sozusagen die Story dahinter. Sie ist mit ihren Mädels aus Germany's Next Topmodel in die Psychologievorlesung rein, in Absprache mit der Unileitung, mit dem Rektor. Und hat dort eine halbe Stunde die Psychologievorlesung für ihren Showdown genutzt. Zur Überraschung der Studenten. Das ist kluge Markenführung. Wie gesagt, es kann auf verschiedenste Arten und Weisen gehen. In dem Fall ebenso für Germany's Next Topmodel. Auch hier wieder, man muss letztlich die Marke füllen und offenbar für eine gewisse Klientel aus ihren Gesichtern lese ich, dass die Minderheit von ihnen regelmäßig Germany's Next Topmodel Seher sind, aber für die Klientel ist es natürlich das Richtige und sich mit dem Nimbus der Marke Humboldt-Universität zu Berlin zu schmücken, ist natürlich für die Heidi Klum ein kluger Schachzug. Es wird in der Sendung darüber berichtet, es wird in der Presse darüber berichtet, sogar der Tagesspiegel und die Welt berichten darüber, also insofern kluger Schachzug, den die Markenführerin Heidi Klum für ihre Marke Germany's Next Topmodel by Heidi Klum, so ist der offizielle geschützte Markentitel, da gewählt hat. Jetzt gucken wir uns nochmal die wertvollsten Marken an und schauen uns mal ein paar überraschende Dinge an. Wenn ich Sie mal jetzt frage, Marken, gucken wir mal nicht dahin. Ist das da schon eine Marke? Was habe ich da, sehen Sie das? Ist das da eine? Komischer Unterschied. Warum nicken die Mehrheit bei dem hier nö und hier nicken die Mehrheit dann hm? Ja, das ist ein kleiner, feiner Unterschied. Also, und das ist die Markenführung. Hier wissen wir, da steckt nichts drin als einer dummen Hülle und es, das haben wir anfänglich gehört, charakterisiert nicht ein bestimmtes Produkt. Das heißt, Sie gehen nicht davon aus, dass das Teil hier aus einem bestimmten Unternehmen, was seine Produkte über die Form der Gestaltung und so weiter wählt, dass das was Besonderes ist, ein Markenprodukt. Aus irgendeinem Grunde denken Sie bei dem, es sei das. Und das ist die Markenführung, die da reinfließt. Und genau diese Markenführung macht das eine Produkt markenmäßig wertvoller und das andere nicht. Und jetzt gucken wir uns mal an, was sich da bei den Medienmarken getan hat in den letzten 12 Jahren. Das ist nämlich der Zeitraum, seitdem Interbrand nach den genau gleichen Kriterien diese Markenwerte erhebt. Es geht noch zurück, die haben eigentlich angefangen 88, aber in den Anfangsjahren haben sich die Erhebungsparameter so stark, ihre Frage so stark geändert, dass wir das heute nicht mehr wirklich vergleichen können. Seit 2001 sind die relativ ähnlich geblieben. Und dann schauen wir mal. Damals hatte die Financial Times einen Wert von 1,3 Milliarden, Wall Street, Time, Yahoo, AOL. Kennt noch jemand AOL? Sagt ihm das was? Hm? Kennt man noch America Online, einer der ersten Internetdienste?
ganz wertvoll, 4,45 Milliarden und so weiter. MTV, Disney, das waren die Medienmarken, zusammen im Jahr 2001 56 Milliarden. Doch schön, 56 Milliarden. Was hat dieses eine Unternehmen gerade nochmal, kann jemand die Zahl noch sich erinnern? 98. Die wertvollste Marke, die es jemals im Globus gab. Alle Medienmarken zusammen 2001 hatten eine gute Hälfte, 56 Milliarden. Übrigens immer Dollar, soll ich vielleicht zusagen. Also die erfassen halt einen Dollar. Jetzt gucken wir uns mal 2013 daneben an, schockierend. Es gibt nur noch 5 Medienmarken, die in den Top 100 drin sind. Und die haben zusammen knapp noch den Wert, 10 Milliarden weniger als vor 12 Jahren. That's shocking. Ja, unsere agilen Medien haben im Gesamtkontext aller Marken, also wo natürlich Konsumgüter und Luxusgüter und Fahrzeuge hatten wir, die deutschen Marken, Fahrzeuge und Technologie und alles, das drin ist, haben nur noch 5, also ein Zwanzigstel sind Medienmarken, die da vertreten sind. Tendenz fallend. So viel zu Agilität. Was sagt uns das? Agilität geht nicht in eine Richtung. Agilität ist durchaus Verdrängungswettbewerb. Ein Wolf frisst den anderen. Auch wenn das Wort Agilität durchaus positiv besetzt ist meistens. Es heißt natürlich auch, dass es Markt- und Markenverlierer in diesen agilen Märkten gibt. Jetzt gucken wir uns dasselbe mal bei den Tech-Unternehmen an. Gleicher Vergleich. 2001, 207 Milliarden. Nochmal zurück, schon damals hatten die Medien gerade mal 56 und die Tech-Companies 207. Gutes Dreifaches davon, fast vierfach. Lauter berühmte Marken, Sun, Apple, SAP, Oracle, Cisco, AT&T, Microsoft. Seit jeher bei den Top 10 dabei. Zusammen 207 und 213, 12 Jahre später, auch der Niedergang. Unglaubliche Explosion, mehr als Verdoppelung und erstaunlicherweise nicht mit einer Ausdehnung der Anzahl, sondern mit einer Konzentration. Und geführt natürlich, da sehen wir wieder allein Apple mit diesem einen Markenwert und Microsoft zusammen und Google, wenn wir mal die drei nehmen. Das ist einfach so atemberaubend, was die hinlegen, weil wir alle diese Produkte nutzen. Auf meinem PC läuft Microsoft, dieses Produkt konnte ich nicht vermeiden und Google benutze ich jeden Tag 100 Mal. Was soll man da noch sagen? Also es sind keine verrückten Zahlen, sondern es ist die Wahrheit. Und so ist der Tech- und Telco-Bereich explodiert, während unsere guten alten Medien wie neuen Medien günstigstenfalls flat sind. Das alte Leitmedium mit seinen explodierten Marken, die wir vorhin bei den Öffentlich-Rechtlichen und Privaten gesehen haben, hat wirtschaftlich gar nichts gebracht. Wir könnten übrigens genau die gleichen Ansichten für die Firmenwerte machen. Also wenn wir heute den Marktwert, und das könnten wir zum Beispiel an der Börse ablesen, von einer Pro7Sat1-Media-Gruppe oder von der RTL-Gruppe, die sich relativ gut schlägt und so weiter, von Axel Springer als Medienhaus ansehen, dann gehen auch diese Marktwerte nicht nach oben, sondern die gehen günstigstenfalls straight. Sie kennen alle die Nachricht von Axel Springer, wir lösen Print ganz auf. Nokia stößt die Handys ab und Axel Springer löst die Printsparte auf. Und das ist die Realität, das wäre also für die Unternehmenswerte genauso wie für die Markenwerte. Heute haben wir nicht das Thema Unternehmenswerte, sondern das Thema Markenwerte, deswegen zeige ich es Ihnen an dem. Das heißt, die Agilität wirkt hier alles andere als förderlich, sondern wenn wir davon ausgehen, agile Märkte, die Märkte gehen für bestimmte Bereiche rapide nach unten und für andere. Und das ist im Moment in dem gesamten Megatrend ganz klar, für Tech und Telco geht es nach oben. Jetzt kommt mein Wichtigstes. Warum ist das so? Bis hierhin, ich gehe nochmal zurück, sollen Sie noch gar nicht lesen. Bis hierhin haben wir jetzt eine Menge Informationen eingesammelt. Was tut sich da alles? Was ist eigentlich eine Marke? Wie berechnen die den Wert? Wie wertvoll sind die? Alles das. Aber was nutzt uns? Also, Sie haben jetzt 55 Minuten mich reden gehört. Haben wir schon was gelernt? Gibt es schon irgendwelche Erkenntnisse? Frage ich mal in den Raum. Ich kann ja leider nicht zu Ihnen kommen, ich muss hier bleiben.
Sie rufen sie mir zu. Haben wir schon irgendwelche Erkenntnisse? Es gibt bestimmt welche bei Ihnen. Also bei mir noch nicht, aber bei Ihnen. Schieße los. Das Leben der Menschen hat sich geändert. Mhm. Alles, was damit zusammenhängt. Mhm. Ist richtig. Haben Sie doch die Folie schon gelesen, die jetzt kommt? Das wird nämlich die nächste Folie sein. Da hat sich wahnsinnig viel geändert, ja. Also wir haben diese Zyklen gesehen, die sich so beschleunigen. Sie hat noch eine Erkenntnis bei uns. Ah, nee, war nicht. Nein, ich dachte. Wir könnten mal in die 100 reingehen. Facebook hat eine markentechnisch eine ganz flache Entwicklung. Die sind nicht in Top 100 drin, erstaunlicherweise, weil offensichtlich mit den Messkriterien Facebook nicht genutzt wird, weil das F von Facebook draufsteht, sondern es wird offensichtlich genutzt, weil die Social, es sind überhaupt keine Social Communities drin. Weil die Menschen in der Social Community bei Twitter drin sind, aber nicht, weil es Twitter heißt. Also andersrum gesprochen, wenn Twitter heute den Namen ändern würde, weil es ihnen gut tut, und die würden den anders nennen, würde wahrscheinlich kein Mensch aus Twitter rausgehen. Er hat seinen Account da, er kommuniziert. Also der Wert von Twitter oder Facebook kommt nicht aus der Marke heraus. Amazon ist drin auf Platz, ich glaube 42, wir können noch mal reinschauen, langsam kontinuierlich steigend. Also Amazon ist prima Gegenbeispiel dazu. Die Leute bei Twitter, wenn die sie umbenennen würden, würden immer noch bei diesem Dienst bleiben, während wenn ein Mercedes-Auto nicht mehr Mercedes heißt, sondern Dacia, würden die Leute den Mercedes nicht mehr kaufen und jedenfalls viel weniger. Bei Twitter würden sie bleiben, bei Amazon offenbar nicht. Also Amazon ist ein klassisches Beispiel, dass Menschen genau bei diesem Versandhändler kaufen, weil sie bei Amazon kaufen möchten. Weil sie, was auch immer die Kriterien sind, gut retournieren können oder Vertrauen haben oder den Account dort haben, alles Mögliche kann es sein. Amazon ist Top 40 von den Markenwerten. Noch eine Erkenntnis, also Sie sagen, das Leben ändert sich. Klingt wahnsinnig einfach und primitiv, aber es ist genau so. Gucken wir uns gleich nochmal an. Hat sich geändert und ändert sich immer schneller. Noch eine Erkenntnis aus dem vielen, was ich da erzählt habe bei Ihnen? Ich finde es unglaublich schnelllebig. Also das, was Sie jetzt gerade auch schon mit diesen Logos von den Fernsehsendern gesagt haben, wie schnell sich das dann doch verändert hat. Mhm. Wie multiple das geworden ist. Auch das ist in der nächsten Folie. Das heißt, diese Akzeleration, die Beschleunigung, ist Teil der Agilität, aber ist nicht die Agilität selbst. Also Beschleunigung allein ist es eine Diversifizierung. Also Agilität hat eine Menge Charaktereigenschaften, die zwar mit Zeitabschnitten zusammenhängen, aber durchaus sich darin nicht erschöpft. Agilität hat noch andere. Völlig richtig. Und Information ist wichtiger und wertvoller als wirkliche Produkte. Ja. Das ist ja alles eher virtuell. Ja. Da haben wir es bei den Telcos, das heißt, die stellen ja alle gar keine wirklichen Produkte her, sondern letztlich, wobei das haben sie mit Medien gemeinsam, auch die Medien stellen keine Produkte her und trotzdem sind die auf dem Runtergehen. Das heißt, genau wie Sie sagen, dieses Bedürfnis nach Information, sich austauschen, technisch angebunden sein, ist im Moment das, was wahnsinnig wichtig ist. Und der Medienkonsum, es wird weiter konsumiert, es ist ja nicht so, dass wir weniger Stunden, die Erhebungen sagen es ganz klar, dass wir weniger Stunden Fernsehen oder Radio hören oder Musik hören oder Internet surfen als früher, aber es ist uns weniger wert geworden, wir geben dort nicht so viel Geld aus in den Medien, wenn wir es für Tech im Moment tun. Noch eine Erkenntnis, also genau das, Sie nehmen das vorweg, was jetzt gleich kommt, dann gucken wir es mal an. Letztlich dient diese ganze Markenführung, Produktführung und Märkte, und das ist eigentlich diese Erkenntnis, die ich heute mit Ihnen erarbeiten und teilen will, ganz primitiven menschlichen Bedürfnissen. An denen hat sich nichts, fast nichts geändert. Sie sagten gerade, wir leben heute anders. Wir gehen es mal durch zusammen. Was ist diese Befriedigung primitivster Bedürfnisse? Das erste, Grundbedürfnisse, Essen, Trinken, Wohnen. Existenzielle Grundbedürfnisse, wenn die auf den Philippinen nicht mehr da sind oder sonst irgendwo, ist wirklich, entschuldigen Sie, die Kacke am Dampfen. Das heißt, die müssen vor allem anderen befriedigt sein. Wenn ich nichts zu essen oder zu trinken habe, Wassernot, keine Behausung, gibt es ein echtes Problem. Und die ist unverändert, seit es Menschen gibt. Archaisch. Vor 3 bis 4 Millionen Jahren, als die ersten Menschen
vermutlich nach heutiger archäologischer Forschung auf dem Erdball auftauchten und sie aus dem Tierreich erhoben, war das schon so. Auch die wollten wie jedes Tier essen, trinken und die Menschen wollten auch wohnen. Und an diesem archaischen Bedürfnis wird sich auf unsere Lebenszeit auch nichts mehr ändern. Ihre Kinder und Enkel und alle werden essen, trinken und wohnen wollen. So archaisch ist es. Und es bewegt die Märkte. Also bei aller Agilität und Änderungsbereitschaft, das ist immer noch, wir haben bei den Top 100 Marken, und heute haben wir nun mal das Thema agile Marken und Medien und Märkte, bei den Top 100 Marken sind 11 aus dem Food-Bereich. McDonald's natürlich und Coca-Cola insgesamt 11. Teilweise gehört General Electric dazu, teilweise gehört Shell dazu, die sind da alle drin. Das heißt, diese Grundbedürfnisse sind da, bleiben da und da ändert sich auch nichts. Und da muss man sich klar sein, wenn man ein gutes Lebensmittelprodukt hat, heute Biotrend und so weiter, dann kann man damit Märkte machen, Märkte bewegen und Geld gewinnen. Zweite, Sozialbedürfnisse. Seit Hunderttausenden von Jahren gleich. Sex, Beziehung, Gemeinschaft. Sex sells ist ein alter Werbespruch, uralt, und es ist immer so. Ich war mit einer Präsentation von einer neuen Automarke und da hatte die Werbeagentur eine wahnsinnig tolle, eine koreanische Automarke, so viel gibt es nicht, insofern können Sie sich fast denken, welche das war. Und da hat die Werbeagentur einen wahnsinnig tollen Spot entworfen und die kamen aus Korea, als die in Deutschland eingeführt wurden, hatten sich den Spot angeguckt und es war alles wahnsinnig hip und cool und als es durch war, sagte der Koreaner, können wir nicht einfach eine blonde Frau vorne auf die Kühlerhaube setzen und abfilmen? Das ist primitiv, das heißt Beziehung aufbauen zwischen der Gemeinschaft, zwischen den Einzelnen, sich fortpflanzen, auch das wird. Ist es was beizutragen, oder? Nee. Auch das wird bleiben und Märkte bewegen. Sex sells, genauso Beziehung und Gemeinschaft seit Hunderttausenden von Jahren. Heute heißt es, glaube ich, Twitter. Und wenn es schief geht, kann es auch fatale Folgen haben. Drittens, seit Zehntausenden von Jahren, Pane et Circenses, Brot und Spielen. Sobald die Menschen die ersten Bedürfnisse, nämlich Essen, Trinken, Wohnen und irgendwie in der Sippe, in der Gemeinschaft zusammen zu sein und sich fortzupflanzen, befriedigt haben, wollen sie noch was dazu haben. Und das ist Entertainment. Deswegen lebt das Entertainment-Business auch ewig. Und in den schweren Zeiten der Medien, die wir jetzt beleuchtet haben, wie oft haben wir schon gehört, im Live-Business läuft es also aber ganz gut. Ja, weil Entertainment, Live-Entertainment, gut unterhalten werden, kurzweilig seinen Spaß haben, ist was wert seit Zehntausenden von Jahren. Früher sind sie halt im Zirkus, haben den Löwen die Leute vorgeworfen, war scheinbar wahnsinnig lustig damals. Heute machen wir das etwas anders, aber das wird bleiben. Auf ihre Lifetime wird das Bedürfnis nach Spaß und Unterhaltung bleiben. Und jetzt wird es schon etwas agiler. Vorsorgebedürfnisse. Die ganzen Versicherungen, die da drin sind. Allianz, AXA. Absichern von Familien und Sippe. Also wenn ich gut gegessen habe, eine gute Wohnung habe, mich fortgepflanzt habe oder wie auch immer, noch mal einen Spaß hatte, also einen guten Film geguckt habe, dann kommt das, ich möchte auch in die Zukunft weit denken, also geht es auch morgen und übermorgen noch so und sind meine Kinder versorgt, ist meine Sippe versorgt. Dieses Vorsorgebedürfnis gibt es seit Tausenden von Jahren, seit es Jäger und Sammler gibt. Sammeln heißt Vorsorgen. Heute machen wir es halt über die Bausparkasse. Das heißt, es ist ein Grundbedürfnis, weil es seit Tausenden von Jahren gibt. Auch da wird sich für sie nichts ändern. In ihrer Lebensphase wird es Vorsorge geben und eine Menge Unternehmen, Finanzdienstleister, die allergrößte Gruppe bei den 100 Marken. Die ganzen Banken sind da drin. Citibank haben wir sogar bei den Top 10 einmal gesehen. Die sorgen für Vorsorge. Auch da wird sich nichts ändern. Und so, weil wir jetzt die ganze Zeit über Agilität sprechen, sehen wir, die vier grundlegendsten Bedürfnisse wird sich gar nichts ändern, egal wie agil die Märkte sind. Und jetzt kommen wir zu dem, wo Sie gerade sagten, Mensch, aber das Leben hat sich doch ganz schön geändert. Jetzt sind wir da. Es gibt ein fünftes Grundbedürfnis. Und das ist im Vergleich zu den Millionen, Hunderttausend oder Zehntausend Jahren brand new, brandneu, markenneu. Ich habe mir hingeschrieben 10 oder vielleicht gerade bei 100 Jahre.
und ich nenne es, Sie können selber Namen suchen dafür, ich habe keine Namenshoheit oder Begriffshoheit hier, Mobilitäts-, Kommunikation- und Informationsbedürfnisse, das ist genau das, was wir hier abgegriffen hatten, als ich Sie gerade fragte. Nämlich da gibt es was Neues, was vorher nicht da war, was gar nicht da sein konnte, weil wir hatten keine Kommunikationsmittel vor 100 Jahren oder vielleicht ein Telex, das hatte man nicht daheim, dann irgendwann hatte man ein Telefon und so weiter. Wir haben die Mobilkommunikation heute, wir haben alle die Medienkommunikationsmittel. Dieses Bedürfnis ist in der Tat im Vergleich zu den anderen brandnagelneu. Und es ist im Moment das brennendste Bedürfnis, was die gesamte Weltbevölkerung überhaupt hat, egal wo sie hinreisen. Ich war im letzten Jahr in Nepal, im Jahr davor in Afrika und so wie es vor 20 Jahren dort jeder einen Fernseher hat, hat heute jeder seinen Mobilfunk. Die ärmsten Nepalesen haben ein Handy am Ohr und das ist für jedes Land der Erde inzwischen gleich. Das heißt, es ist so ein starkes Grundbedürfnis geworden, dass es sobald die anderen Sachen einigermaßen abgedeckt sind, sofort hochkommt, ich will telefonieren, ich will kommunizieren, ich will mich informieren. Und das ist das, was die Agilität der Märkte macht. Dieses fünfte Grundbedürfnis, was mit dieser Vehemenz, warum auch immer, in uns reindringt. Aber ändern sich nicht auch dadurch, die anderen vier durch die Veränderung des fünften? Weil zum Beispiel Grundbedürfnis Essen, ich kann zum Beispiel heute online sozusagen Lebensmittel kaufen, klar, dass ich das Bedürfnis immer noch habe, ist klar, aber ich löse diese Probleme, die ich im Alltag habe, einfach anders. Mhm. Oder Beziehungen, Gemeinschaft. Ich meine, Facebook existiert nicht einfach so. Ich meine, die meisten Leute sehen vielleicht in ihrem Alltag 10 Menschen und die anderen 100 decke ich sozusagen über soziale Netzwerke ab. Mhm. Oder auch Unterhaltung, Reisen, das wird ja heute alles irgendwie anders abgedeckt. Ich nehme an, dass Sie mit dem Punkt einen der Haupttreiber, also man muss sich fragen, warum ist denn dieses fünfte neue, ganz junge Grundbedürfnis, warum ist es so vehement? Ich nehme an, Sie sprechen wirklich einen der Druckpunkte an, das wird einer der Gründe sein, warum das so vehement ist. Weil wir natürlich heute über dieses fünfte Grundbedürfnis die anderen alle mitsteuern. Also nicht mehr wegdenkbar, auch bei Unterhaltung und Spaß. Natürlich gucke ich, bevor ich ins Kino gehe, man kann sagen, Kino gibt es seit 150 Jahren, oder was wäre jetzt richtig so lange? Seit 100 Jahren, ja. Kino gibt es seit 100 Jahren, aber wir benutzen Kino anders. Ich schaue vorher, wo läuft der Film und reserviere meine Karte online. Das gilt für alles, fürs Einkaufen. Ich schaue, was auch immer, Preisvergleich. Also wir nutzen in der Tat dieses fünfte neue Bedürfnis, um alle anderen zu steuern. Ich nehme an, dass das einer der Triebfedern ist, warum so vehement ist. Was fällt dir noch zu ein? Was könnte noch dafür sprechen, dass das so unentrinnbar auf uns zukommt? Es ist sicherlich einer der Treiber, das überhaupt möglich ist. Also noch ist davon sehr viel neu und wir sind noch komplett in der Phase drin, also zumindest die Generation, die Sie sind und die davor, wie ich bin, dass die Dinge neu und damit interessant sind. Also über diese Wege zu kommunizieren, ist allein deswegen interessant, weil es neu ist. Lebensmittel übers Internet zu checken und übers Internet zu kommunizieren, ist neu. Ich bin gespannt, wie es sich entwickeln wird, wenn das über die Jahrzehnte mal zu einem normalen Weg wird. Es wird nie mehr dahin zurückkommen, wo es klar ist, aber die Möglichkeiten, die wir über die Kommunikation neu dazugewonnen haben, sehen wir, haben gewisse Grenzen. Es führt Dinge und Leute zusammen, wo man früher gesagt hätte, absolut unmöglich. Ich nehme immer gerne das Beispiel vom Kannibalen von Rothenburg, der den anderen hier in Berlin gefunden hat, weil der eine gerne jemanden töten wollte und auffressen und der andere jemand war, der gerne getötet werden wollte und aufgefressen werden. Also wie in aller Welt kannst du zwei Menschen zusammenbringen, die so absurd, abartig sind? Nur über dieses neue Medium. Das heißt, wir schaffen hier Märkte, die ohne diese Kommunikationsmittel, ohne diese Märkte einfach nicht zu machen wären. Man kann nicht in eine Kneipe gehen und jemanden anhauen und sagen, du, ich fresse so gern Leute. Weil auch mit anderen Massenmedien es geht. Du kannst auch nicht einen Telefonrundruf machen oder Freunde sagen, kennst du jemanden, der gefressen werden will? Das ist so abartig und es zeigt nur was. Also ich habe sie gesehen, ich nehme sie gleich dran. Es gilt ja,
Das ist nur der abartigste dieser Beispiele. Es gilt ja für alle Dinge, also Dinge, die wir verkaufen können plötzlich, die man früher weggemüllt hätte, die verkauft man halt secondhand auf einer Plattform und findet über eine Plattform jedes abartige Autoteil oder sonstige Teil. Oder Vinylplatten. Alles das findet man übers Netz, da sage ich gleich noch was zu. Aber erstmal sind Sie dran. Ich meine bloß, dass es früher natürlich auch schon Medien gab, wo man Inserate einsetzen konnte und seine Wünsche äußern konnte. Vielleicht nicht in der Extremform, da haben Sie recht, da macht das Internet, das Digitale, das ist neu, aber grundsätzlich die Möglichkeit, sich auszutauschen, hatte man ja auch schon über andere Medien. Ja, es ist so. Aber es hat eine neue Qualität. Also nehmen wir ruhig wieder dieses absurde Beispiel. Man konnte natürlich nicht in die FAZ bei Kontaktanzeigen reinschreiben, ich würde gerne jemanden töten und auffressen. Das geht nicht. Man hätte es dann verschlüsseln müssen vielleicht. Aber die Chance, dass man das hat, und auch bei anderen Märkten. Also wenn Sie heute für Ihren Oldtimer irgendwie eine Stoßstange brauchen, können Sie vielleicht auf den Flohmarkt in Berlin gehen oder einen Mauerpark und hoffen, dass Sie dort diesen, was weiß ich, Lenkradstern oder sonst was finden. Die Chance ist aber gering. Wenn Sie ins Netz gehen, haben Sie nach 50 Sekunden wahrscheinlich so viele Treffer und überlegen sich, hole ich es irgendwo anders ab oder lasse ich mir es zuschicken. Das ist schon eine neue Qualität. Und es gibt ja auch schon Gegentrend sozusagen. Lieblingsthema ist ja Psychologie, zu sagen, diese neuen Techniken machen ja jede Abart des Menschen möglich. Und die Frage ist ja mittlerweile, ob ohne diese Kommunikationsmöglichkeit diese Abart überhaupt zutage treten. Wenn wir das Tötungsbeispiel nehmen, wann wird ein Mensch zum Mörder oder wann macht er das sozusagen? Das Stichwort ist ja Gelegenheit nach Diebe zu sagen, und es gibt so ein Forschungsprojekt, das sich genau mit so auseinandersetzt sozusagen. Und es gibt auch einen Gegentrend, der sagt, ich muss nicht mal alles posten oder kommentieren auf Facebook, es gibt ja auch diese Gegenbewegung. Genau das, was ich anspreche. Also wir sind jetzt noch ganz klar auf diesem starken Aufwärtstrend, wo das neu und schick und spannend ist. Diese Bewegung, man spürt sie schon, die ist noch nicht tragfähig, aber genau das ist die Frage mal, wann und wie und wo wird die einsetzen. Wir haben aber, ich habe sie gesehen, ich nehme sie gleich dran, ja heute Agilität zum Thema, und diese Gegenbewegung wird mit Sicherheit einer der Treiber der Agilität sein. Also diese Bewegung, alles sofort immer zu kommunizieren und Märkte zu schaffen, wird nicht unendlich sein. Die Agilität wird bleiben. Aber die Bewegung wird nicht ewig weitergehen. Also wir werden nicht in 10 Jahren oder Ihre Kinder dann statt einen Tag 60 Twitter-Nachrichten, 600 Twitter-Nachrichten absenden. Da gibt es eine natürliche Grenze.